Danke. Ja. Auch wenn ich nicht Mose bin, brauche ich eine Gehilfin in diesem Fall, damit ihr mich versteht. Even if I'm not Moses, I need a helper so that you understand me. Wir haben eine kleine PowerPoint vorbereitet. There is a little PowerPoint. Die soll euch aber nicht stören, sondern nur die Aufmerksamkeit noch aufrechterhalten. This shall not disturb you, but only help you to keep the attention up. Sie läuft automatisch durch, passt manchmal nicht zum Text, aber das ist okay so. It just runs through, sometimes it doesn't fit the text, but just look at the pictures. Es ist für mich eine große Freude und auch eine Ehre, heute Abend einen kleinen Beitrag zum Einstieg in unsere Gesamtkonferenz geben zu dürfen. It is a great joy as well as an honor for me to make a small contribution to our conference at the beginning. Dafür danke ich den Verantwortlichen und Organisatoren des Kongresses. For this I thank the persons who are responsible and organize the Congress. Wenn sich heute so viele Christen aus ganz Europa hier in Budapest zusammenfinden, ist dies allein schon ein mächtiges Zeichen der Gnade Gottes. It is already a mighty sign of God's grace when today so many Christians from all over Europe come together here in Budapest. Hätte mir irgendeiner oder irgendeine vor 40 Jahren etwas von einem Europa ohne Grenzbefestigungen und Grenzkontrollen erzählt, ich hätte gelächelt, abgewinkt und mich meinen Studienverpflichtungen zugewandt, die gerade im September 1971 in dem beschaulichen Städtchen Buko, 60 Kilometer östlich vom Berliner Brandenburger Tor, an einem theologischen Seminar begonnen hatten. One German sentence. If someone had told me, in official commentary, if someone had told me 40 years ago about a Europe without walls and border controls, I would have smiled and waved it away the suggestion and turned to the obligations of my theological studies, which just started in September 1971 in a small contemplative town, Buko, 60 kilometers east of the Brandenburg Gate in Berlin. Die Mauer, eine abscheuliche Grenzbefestigung, die seit 1961 Deutsche aus Ost und West voneinander trennte, war so massiv, gewaltig, abstoßend und menschenverachtend, dabei von einem intoleranten Staatssystem errichtet und militärisch bewacht, dass die Fantasie weder der Deutschen in der BRD noch der Deutschen in der DDR ausreichend gewesen wäre, sich vorzustellen, sie stünde nicht mehr an ihrem Ort. The wall was called a protective barrier against fascists by the rulers in their ideology. It was an abominable fortification which separated East and West since 1961. It was so massive, huge, repellent, and inhuman, as well as constructed by an intolerant state system and guarded by military, that neither the visions of the Germans in the Federal Republic of Germany nor in the German Democratic Republic were sufficient enough to imagine that the wall would be no longer at its place. Derartige Überlegungen, die Mauer könnte weichen, zusammenfallen, von Menschen abgetragen werden oder wie auch immer von ihrer Stelle verschwinden, lag außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft. Such thoughts, that is, that the wall could vanish, collapse, be removed by people or in any other way may disappear, were beyond human imagination. Auch die Christen, die die unbegrenzte Kraft Gottes wissen, bildeten in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Even the Christians were no exception in this. Christians who know about the unlimited power of God. Um die Ungeheuerlichkeit eines solchen Gebildes auch nur annähernd ermessen zu können, nenne ich hier ein paar Fakten, die heute jeder sehr schnell im Internet unter dem Google-Stichwort Berliner Mauer wiederfinden kann. In order to demonstrate the monstrosity of the structure, I name a few facts which everybody can find in the internet, in Google, under the term Berlin Wall.
160 Kilometer Grenze zur BRD, 46 Kilometer Mauer zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt. 160 kilometers of borders between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic, plus 46 kilometers between the east and western part of Berlin. 45.000 Einzelteile, 3,60 Meter mal 1,20 Meter. Zwei, 2,75 Tonnen schwer, 116 Wachtürme. 450.000 Quadratmeter Todesstreifen. 45.000 individual parts, each 3.60 times 1.2 meters large, 2.75 tons heavy, 116 watchtowers, 450.000 square meters of death zone or no man's land. 10.000 Grenzsoldaten und Offiziere sorgten für eine zeitliche und räumlich lückenlose Bewachung der Grenzanlagen. 10.000 border guards and officers took care of surveillance without any exception in regard of time or place. Es wurden knapp 5.000 Fluchtversuche registriert und 239 Menschen fanden den Tod beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden. 5,000 attempts to flee were registered, and 239 people died when they tried to cross the border fortifications. Die zu Anfang gehegte Hoffnung, es handele sich bei den Grenzbefestigungen um eine vorübergehende Maßnahme eines Staates, der versuchte, seine Bürger in seinen Grenzen zu halten, erwies sich als nicht tragbar. The hope in the beginning was that the border fortification might be a temporary procedure of a state when it attempts to keep its citizen within its borders, but this proved unacceptable. Ganz im Gegenteil, in den folgenden 15 Jahren, also bis weit in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, wurde die Mauer aus der Sicht ihrer Konstrukteure und Betreiber komplettiert und vervollkommnet. Quite the contrary, in the following 15 years, that is into the 70s of the 20th century, the wall was completed and brought to perfection from the viewpoint of the constructors and operators. Sie sollte unüberwindbar werden von Ost nach West. The wall was to become insurmountable from the East to the West. Die Diktatur des Proletariats, das war die erklärte Herrschaftsform in der Deutschen Demokratischen Republik, hatte so ganz und gar nichts Demokratisches an sich. The dictatorship of the proletariat, which was a professed form of rule in the German Democratic Republic, had nothing democratic whatsoever about it. Sicher, im Oktober 1949, bei ihrer Gründung, fand das Wort demokratisch im Namen Eingang. Doch weiter ging es nicht. Of course, in October 1949, the word democratic was included in the name when the Republic was founded, but it went no further. Eine Regierung, die unter der Führung einer Einheitspartei die Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit ausführte, nahm mit der Errichtung der Grenzanlagen annähernd 16 Millionen Menschen in Kollektivhaft. The government, which through the leadership of the Socialist Uni Party of Germany governed the majority through a minority, took almost 16 million people into collective confinement through the installation of the border areas. Nun gab es kein Entrinnen aus dem Staatsgebiet der DDR. Now there was no longer an escape from the territory of the German Democratic Republic. Wenn auch der Weg in Richtung Osten ins Lager der sozialistischen Bruderländer dem Grundsatz nach offen war, lebten wir in den geografischen Grenzen zwischen Oder und Elbe massiv eingeengt. Even if the roads to the east into the camp of the socialist brother states in principle were open,
We lived greatly confined to the geographical borders between the rivers Oder and Elbe. Diese Einengung sollte nicht nur territorial vorgenommen werden, sondern sie sollte auch in Bezug auf die Gedankenwelt und die Handlungsmaximen der Bewohner ausgeweitet sein. This confinement was not only imposed in regard to territory, geographically, but was extended to the world of thoughts and guiding principles of action for all inhabitants. Was zu denken war, wurde ebenso durch die Partei und ihre Untergliederungen, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasste, vorgegeben. The party and its subdivisions determined thinking in all areas of social life. Du sagst vielleicht, was ich denken und wie ich handeln werde, das bestimme immer noch ich selbst. Das kann doch nicht von außen über mich und meinen Willen hinweg bestimmt werden. Maybe you say, I determine myself what I think and how I act. Nobody else can impose ideas on me or determine what my will is. Sicher, du hast recht, so ist es. Und dennoch hat ein so übermächtiger Staatsapparat Wege und Mittel, den Einzelnen so einzuschüchtern, bis er schließlich in die innere Emigration flieht. Sure, you are right, so it is. And yet, such a very powerful state apparatus has means and ways to frighten the individual in such a way that he finally flees into inner emigration. Gefühlt wurde von uns Bürgern Hilflosigkeit, ein Ausgeliefertsein an die Mächtigen und viel, viel Angst. As citizens, we felt helplessness, felt being at the mercy of the rulers, and a lot of fear and anxiety. Sprachgeschichtlich wird das deutsche Wort Angst vom lateinischen Wortstamm angust, Tätigkeitswort angusto, einengen, mit dem Eigenschaftswort angustus, eng, schmal, engherzig und so weiter, abgeleitet. Etymologically, the German word Angst, anxiety, derives from the Latin word angus, the word angustus, to constrict, and the adjective angustus, narrow, small, scarcely, narrow-minded, tight. Wir können also ganz getrost sagen, je kleinlicher und enger die Vorgaben in einem sozialen Raum sind, desto mehr Angst wird dort produziert werden. So we can safely say that the smaller and the more narrow-minded the specifications in a social area are, the more anxiety is produced. Das Monstrum Mauer war die dauerhafte Demonstration der Übermacht eines kleinkarierten, ideologisch überfremdeten politischen Systems. The Monster Wall was a permanent demonstration of the superiority of a narrow-minded, ideologically manipulative political system. Die Menschen, die dieses Bauwerk vor dem Grenzübertritt zurückhalten sollten, hatten sich mit dem Status quo abgefunden. The people who were to be stopped to cross the border by this construction resigned to the status quo. Wir lebten ja auch nicht schlecht in der DDR. Alles, was man zum Leben bedurfte und zum Überleben brauchte, war vorhanden und auch für den Einzelnen zugänglich. Really, we did not live badly in the GDR. Everything needed for life and survival was available and accessible for the individual. So hatten sich die Menschen in den 40 Jahren des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik in ihr eingerichtet. So the people adapted to the system during the 40 years of its existence. Of the German Democratic Republic. Sie waren heimisch geworden. In the process, they felt more and more at home, in a way. Auch hier bildeten die Christen keine Ausnahme. The Christians, also in this, were no exception. Für sie war es klar, dass sie, anders als sonst im öffentlichen Leben, Meinungsfreiheit und auch freie Meinungsäußerung in ihren Räumen nicht nur duldeten, sondern in hohem Maß förderten.
For them, it was clear that in contrast to the public life, they not only tolerated but cultivated freedom of opinion and freedom of speech in a higher degree than was common in public life. Das Bild zeigt mir, ich muss ein paar Seiten überblättern. Okay. Ja? Yeah? Okay. Geht aber nicht. Okay. Als ich mit 16 Jahren zum Glauben kam und damit in den Sozialraum einer Baptistengemeinde in Berlin, war das für mich nicht nur das Freiwerden von persönlicher Schuld und der Ruf in die Nachfolge, sondern auch das Neuwerden in den sozialen Beziehungen und meinem sozialen Verhalten. When I became a believer at the age of 16 and discovered the community of a Baptist church in Berlin, it meant not only the liberation from personal guilt and the call to discipleship, but the renewal of social relationships and my social behavior. Wenngleich ich mit zunehmendem Alter die Ausmaße unseres Staatssystems deutlicher wahrgenommen habe, bin ich dennoch nicht zu einem Guerillakämpfer geworden, einem Menschen im Frontalkampf gegen das System. Even if I perceived the presumptuousness of our state system with the years more clearly, I did not become a guerrilla fighter, a man in direct fight against the system. Vielmehr sah ich mich als einen, der im Auftrag Gottes dem Einzelnen nachgeht, Menschen aufsucht, die vielleicht ohne es zu wissen, als Sucher nach Gott gelebt haben. Rather, I saw myself as a person who looked after the individual on behalf of God, who visited people who might have searched for God without really knowing it. Aber ich war auch nicht systemkonform. But I was a nonconformist in regard to the system. Das mag vielleicht daran deutlich werden, dass mich die Bürger der kleinen Stadt Buko, in der ich nicht nur studiert hatte, sondern auch als Pastor der Baptistengemeinde und Lehrer am theologischen Seminar, bis von 1975 bis zu meinem Unfall 1981 gelebt hatte, baten als Bürgermeisterkandidat für die ersten freien, gleichzeitigen und geheimen Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1990 zu kandidieren. This might become clear by the fact that the citizens of the small town of Buko, where I had not only studied but also lived as a pastor and teacher at the theological seminary from 1975 till my accident in 1981, asked me to become their candidate for mayor in the first free and secret ballot after World War II in May 1990. Die Mauer, von der keiner gedacht hatte, dass sie einmal fallen würde, öffnete sich unter dem Druck der friedlichen Revolution der DDR. The wall of which no one expected that it would fall opened under the pressure of the peaceful revolution in the GDR. Sie begann mit den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Republik. It began with the celebrations of the 40th birthday of the Republic. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang an die einstürzenden Mauern von Jericho erinnert. Again and again people remember the falling walls of Jericho in this respect. Der Vergleichspunkt hierbei ist natürlich der, dass Gott jene Mauern in Jericho und diese hier in Berlin niedergerissen hat. The point of comparison is of course that God tore the wall walls in Jericho and the one in Berlin down. Nicht ohne uns Menschen. Sicher aber doch so, dass sich kein Mensch rühmen kann. Not without the people, but surely so that no one can boast with the success. Weder einen einzelnen Menschen noch eine Menschengruppe kann man in einem direkten kausalen Zusammenhang mit diesen sich entwickelnden Ereignissen bringen. Neither an individual nor a group of people was responsible for the events. Eines steht fest, und das bekennen wir in der Rückschau. Gott selbst war der Handelnde. But one thing is for sure, and we confess that in retrospect, God himself acted in these events. Deshalb möchte ich noch eine kleine Lanze für die Menschen mit Besonderheiten brechen. Therefore, I would like to take up the cudgel for people with special characteristics. Menschen mit Besonderheiten, das sind wir doch alle, wirst du sagen. Und ich sage, richtig. You might tell me that we are all people with special characteristics, and I say, correct.
Leider werden bis heute Menschen mit Besonderheiten immer noch als Menschen mit Behinderungen bezeichnet. Unfortunately, people with special characteristics are still described today as people with a handicap. Eine solche Benennung bringt es mit sich, dass Mauern aufgebaut werden. Such a name for people alone causes walls to be built up. Die Mauer lautet: Du bist anders und deshalb gehören wir nicht zusammen. The wall says, you are different and therefore we do not belong together. Diese Mauern in den Köpfen ausfindig zu machen und zu zerstören, erscheint mir fast noch schwieriger, als die Berliner Mauer zu Fall zu bringen. To find and destroy this wall in our thought patterns seems to be more difficult than to bring down the Berlin Wall. Was uns voneinander trennt, sind meist nicht objektive Barrieren. Die gibt es tatsächlich auch. Sie sind aber oft genug technischer Art und damit leichter zu beheben. What separates us are not objective barriers in most cases, which indeed do exist, but often are technical problems and therefore more easily removable. Häufiger trennen uns Vorurteile, fertige Meinungen, die wir uns über Personen, Personengruppen, ethnische Zugehörigkeiten, konfessionelle Bindungen, politische, ideologische Zuordnungen und so weiter zurechtgelegt haben. Most often prejudices and ready-made opinions, which we have formed about people or groups of people, ethnic identity, religious beliefs, political opinions, etc., separate us from each other. Diese zu überwinden bedarf einer urchristlichen Tugend, der Buße. In order to overcome this, we need a very Christian virtue, repentance. Das sollte der Beitrag der Christen von Europa für Europa, ja für die Welt sein. That should be the contributions of Christians of Europe to Europe, yes, even to the world. Wir können uns beugen vor Gott und unter seine schwere Hand. We can bow down before God and under his mighty hand. Damit meine ich keine falsche, weil heuchlerische Demut. With this I do not mean a false, hypocritical humility. Vielmehr so, dass wir mit den Worten des Evangeliums bekennen. Rather so that we confess with the words of the gospel. Mach. Englisch. When ye shall done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. Das kann aber eben erst gesagt werden, nachdem wir alles getan haben, was uns aufgetragen war. Nicht vorschnell. But this can only be said after we have done all which was commanded to us, not prematurely. Wir können es auch mit einem Bekenntnis aus der neuesten Kirchengeschichte Deutschlands tun. Dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche von 1945, das trotz der bekennenden Kirche und ihrem Widerstand gegen das Dritte Reich formulierten die Christen dieser Kirche. We can also say it with the words of confession from modern church history, the Stuttgart Declaration of Guilt of 1945, which was formulated by the Christians of Germany in spite of the confessing church and its resistance against the Third Reich. Und, Zitat. We did fight for long years in the name of Jesus Christ against the mentality that found its awful expression in the National Socialist regime of violence. But we accuse ourselves for not standing to our beliefs more courageously, for not praying more faithfully, for not believing more joyously and for not loving more ardently. Wenn wir in einer solchen Haltung an die anstehenden Probleme unserer Tage herangehen, können wir als Christen mit einer keineswegs ruhmvollen Geschichte zum Zeichen der Hoffnung für die Welt werden, wie es uns von Jesus Christus zugesprochen worden ist. If we face the problems of our days with such an attitude, we as Christians, with by no means a glorious history, become a sign of hope for the world, as Christ has told us, you are the light of the world. Thank you.